Ich weiß, du kennst sie. Diese Stimme in deinem Kopf, die dir an manchen Tagen sagt, gib auf. Du schaffst es nicht. Du bist nicht gut genug. Du hast nicht genug Potenzial. Ich sage dir, hör nicht auf diese Stimme. Tu es nicht. Kämpf gegen sie an. Gib ihr keinen Raum. Denn das ist es, was einen Krieger, einen Warrior in Wahrheit ausmacht. Ein Krieger ist jemand, der kämpft. Gegen was kämpfst du? Ich kämpfe gegen meine eigenen Schwächen. Und ich arbeite an ihnen. Jeden einzelnen Tag. Und ich schärfe meinen Geist und ich feile an meinem Charakter und ich arbeite konstant an meinen Fähigkeiten und ich knechte meinen Körper, um besser zu werden. Um stärker zu werden. Denn das ist der tägliche Kampf. Und ich werde mich weigern, einfach aufzugeben und mit meiner Schwäche kampflos zu ergeben. Denn es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Das Leben ist oft ein Kampf. Aber das Leben ist auch stets ein Geschenk. Und solange ich noch atme, werde ich weiterkämpfen. Mit aller Kraft. Für und mit der Person an meiner Seite. Denn ich bin nicht allein. Und du bist es auch nicht. So keep fighting the good fight. Ja Leute, was geht ab? Ich hoffe, das Video hat euch bis zu dem Zeitpunkt gefallen. Ich wollte mich an der Stelle übrigens auch nochmal für den ganzen crazy Support von euch bedanken in letzter Zeit. Gerade die ganzen Kommentare und was mich so erreicht hat an Nachrichten. Vielen, vielen Dank dafür. Mir wurde ja unter anderem nahegelegt, mich bei Otto Bulletproofs Arctic Warrior zu bewerben und hiermit mache ich das auch. Für die, die meinen Channel nicht verfolgen, noch als Info. Ich war vor circa 9 Jahren bei der Bundeswehr, habe dort meinen freiwilligen Wehrdienst bei den Gebirgsjägern gemacht. Und von dem her wäre es ja auch mal sehr, sehr spannend zu sehen, was ich von dem, was ich damals gelernt habe, halt heute noch drauf habe. Und ich weiß, das Video ist sehr, sehr spät dran. Deswegen brauche ich jetzt euch Leute. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich beim Arctic Warrior 2023 mitmache, dann kommentiert unter dem Video, liked das Ganze, teilt das Ganze und macht vor allem den Otto im Stream dann drauf aufmerksam. Und dann bin ich mal gespannt, was rauskommt. Ich freue mich extrem drauf, die anderen Teilnehmer kennenzulernen, vor allem meinen Buddy, wer mir da zur Seite gestellt wird. Und ich freue mich auch auf, mich einfach diese Challenge zu stellen und einfach geilen Content für euch zu produzieren, weil dafür ist YouTube ja da. Das heißt, wir schauen, was rauskommt. Jetzt sage ich danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Simon. Ciao.